Okay, guck, dann da kommen schon welche. Oder? Vielleicht. Für die Early Adopter, die hier sitzen und die Avantgarde der Konferenz, beginnen wir nun mit dem Vortrag über Sociocracy. Spricht das richtig aus? Sociocracy. Sociocracy, ja. 3.0. Empowerment hast du es in der Ankündigung genannt. Ja, genau. Entscheidungen treffen, ja, mit Sociocracy 3.0. Ich bin sehr gespannt, weil ich mich so ein bisschen mit Soziokratie beschäftigt habe und wir bei Cybert Media das auch anfangen einzusetzen, zumindest in Teilen. Und bin deswegen sehr, sehr gespannt, was du uns erzählen wirst und freue mich auf den interaktiven Vortrag. Gut, ja, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vielleicht werden es ja noch mehr. Wir gucken mal. Wir haben nur 40 Minuten und genauso wie bei meinem Vortrag gestern stehe ich so ein bisschen unter Zeitdruck und wir gucken mal, was wir gegebenenfalls weglassen können oder ich spreche einfach schneller. Ich bin immer noch der Typ mit dem Buch. Zwei Ausgaben von dem Agile Spielebuch gibt es dann übrigens nachher in der Abschlussveranstaltung noch zu verlosen, weil es gibt momentan nur die zwei Ausgaben. Ich fange mal ein bisschen mit einer Geschichte an. Es gab mal einen Bereichsleiter in einer Firma, der in seinem Bereich die gesamte Softwareentwicklung verantwortet hat. Und der hat beim Durchschreiten der Räumlichkeiten immer wieder festgestellt, dass irgendwie eine ganz komische bis miserable Stimmung in den Teams vorherrscht. Und hat das immer und immer wieder wahrgenommen und wusste nicht so richtig, wie er damit jetzt eigentlich weiter umgehen soll und wie er dieses ganze Thema adressiert. Ich war in der Zeit, wo er das wahrgenommen hat, als Coach dort engagiert. Und es war tatsächlich so, dass man da morgens ins Büro gekommen ist und teilweise saß da einfach niemand. Deswegen ein leeres Büro. Da war niemand da und die dann da waren, die waren nach 2 Stunden dann plötzlich wieder krank und das war also irgendwie ganz, ganz katastrophal. Jetzt ist das eigentliche Thema dieses Vortrages ja, Entscheidungen zu delegieren. Aber warum tun wir das eigentlich? Da stehen ganz viele Buzzwörter mit modernem, agilen Leadership-Gedöns, was man halt so hört. Also da gibt es ganz viele In-Themen, die momentan rumgeistern, mit denen sich Organisationen beschäftigen. Und irgendwie gehört es halt wohl so dazu, dass wir sagen, Entscheidungen zu delegieren, das ist halt eine Sache, die macht man da irgendwie, da müssen wir uns mit beschäftigen. Auf der anderen Seite wird eine gewisse Art von Mitbestimmung schon seit langer Zeit gefordert. Weiß jemand, was das für ein Bild sein könnte oder aus welcher Zeit ungefähr? Seit mindestens 1948 wurde da hier, ne, wir fordern als Volksabstimmung, was auch immer, damals schon die Einheit Deutschlands. Wenn wir weiter zurückgehen, eigentlich schon seit 1848, da haben die Nationalräte das erste Mal über Gesetze entschieden, wo es darum ging, dass kleine Betriebe ihre Mitarbeiter einbinden in Entscheidungsprozesse. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, waren es irgendwie die alten Griechen, die gesagt haben, ja, lasst uns doch mal irgendwie alle zusammensetzen in unserer Polis und dann gucken wir mal, dass wir da ein bisschen Demokratie machen. Ein weiterer Aspekt, warum es sinnvoll sein kann, Entscheidungen zu delegieren, ist, um die Leute nicht zu demotivieren. Wir haben in den Prinzipien des Agilen Manifests ja auch schon was über motivierte Individuen stehen. Das heißt, Motivation ist irgendwie so ein zentraler Punkt, auf den es ankommt. Und wenn wir uns Daniel Pink angucken, was uns wirklich motiviert, dann gehört da die Autonomie dazu. Autonomie, Zweck und unser Skillset sozusagen, die Meisterschaft, Meisterlichkeit von dem, was wir tun. Aber gehen wir mal auf die Autonomie, die sozusagen als Selbstbestimmtheit betrachtet. Warum ist das sinnvoll, uns damit zu beschäftigen? Damit wir eben ein nicht demotivierendes Umfeld erzeugen und damit auch in der Lage sind, Entscheidungen zu delegieren. Kennt jemand diese Map?
schon mal gesehen. Die Limbic Map, genau, vom Dr. Georg Heusel. Ist für mich ein super Tool im Gegensatz zu allen anderen Persönlichkeitsmodellen. Weil die Limbic Maps nicht den Anspruch hat, jemanden in Schubladen zu packen, sondern es geht darum, rauszufinden, wo sind denn hier so die individuellen Peaks in dieser Map. Und es ist eben nicht so, dass jemand ausschließlich im dominanten Bereich oder in sonst irgendeinem Bereich drin ist. Meine Böbbel in der Limbic Map, die sehen beispielsweise so aus. Ich bin da im kreativen Bereich und in der Weirdness da drüben irgendwie ziemlich stark. Und ganz da oben, ich bin so ein Typ, ich laufe eigentlich allem hinterher, was irgendwie nach 2 Stunden... Ich renne von allem weg, was nach 2 Stunden dann schon wieder langweilig wird und bin sehr impulsiv, wenn es um neue Sachen geht. Also das heißt, jeder ist da anders aufgestellt und die Autonomie, die ist da irgendwo hier im Freiheitsbereich, geht aber auch dann schon in den Mut rein. Und was ist denn das hier unten? Wenn wir jetzt doch mal so über grob Kategorien philosophieren, wenn wir hier gucken, das ist sehr preußisch, ja, tatsächlich. Ja, also das sind militärische Geschichten, ne? Das ist super irgendwie für preußische Armee. Wenn wir aber hier über Logik, Disziplin, Qualität, Präzision... Die preußischen Ingenieure, genau. Also tatsächlich, die ganz oft haben die typischen Teamentwickler Ausprägungen in diesem Bereich. Ja. Und gleichzeitig irgendwo anders noch. Also die sind nicht ausschließlich hier. Und die Frage ist ja jetzt natürlich, wenn das so sein sollte, inwieweit sind solche Leute, die hier jetzt sozusagen ihren Hauptpeak haben, inwieweit sind die jetzt kompatibel mit Leuten, die da eigentlich eher im abenteuerlichen Freiheitsautonomiebereich sind? Passt das wirklich zusammen? Ja, das kann zusammenpassen, muss aber nicht unbedingt. Auf was will ich raus? Eigentlich die falsche Folie. Ja, es ist die falsche Folie. Mist, wurscht. Wir kommen gleich noch drauf zurück. Ich habe eh nicht viel Zeit. Also, das jetzt hier blau hinterlegt wieder was ganz Konkretes von dem Beispielkunden, den ich am Anfang nannte, der da durch die Räume gegangen ist und gemerkt hat, irgendwie funktioniert das nicht so richtig mit unserer Motivation bei den Mitarbeitern. Und der hat dann mal weiter überlegt, was ist denn für ihn eigentlich der Treiber zum Thema Entscheidungen delegieren. Und er hat halt festgestellt, bei uns entscheiden die Führungskräfte über die meisten Dinge. Dadurch entsteht häufig Widerstand und Demotivation in den Teams. Und deswegen benötigen wir die Einbindung der Mitarbeiter in unsere Entscheidungen, damit dann in der Folge die Autonomie der Mitarbeiter wächst und die Selbstbestimmung der Teams und damit ein motivierendes Umfeld entstehen kann oder motivierenderes. So, die Herausforderungen als Führungskraft sind dann ja, dass ich meinen Leuten irgendwie die Notwendigkeit vermitteln muss, warum die jetzt selbst was entscheiden sollen. Weil es sind tatsächlich nicht alle Mitarbeiter daran gewöhnt, da Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich will mitentscheiden. Und als Führungskraft stehe ich dann so ein bisschen vor der Frage, ich kann doch nicht das ganze Zeug, was die jetzt wissen müssen, denen vermitteln und alles erklären und die ganzen Hintergründe und alles, was die wissen müssen, weil das können doch eigentlich nur wir Führungskräfte. Deswegen eigentlich wäre es viel besser, wenn wir das in der FKK-Runde, also der Führungskräftekreis, von mir immer FKK genannt, wenn wir das bei uns unter unsergleichen erstmal vorbereiten und ich kann ja auch nicht alles als Führungskraft komplett in die Teams geben, weil irgendeine Art von Disziplin oder Hierarchieposition brauchst doch da,
Beziehungsweise, das wird ja totales Chaos. Ich als Führungskraft und die Führungskräfte um mich rum wüssten ja dann sonst gar nicht mehr, wen im Team wir jetzt ansprechen sollen. Wir können ja nicht mit allen kontinuierlich reden. Also ist grundsätzlich mal die Frage, was muss denn überhaupt alles delegiert werden? Da der Jürgen auch alles klaut, habe ich von ihm die Folien geklaut. Seven Levels of Authority, muss ich da drauf groß eingehen. Also entscheiden wir irgendwann, ja, ich will meine Leute irgendwie einbinden, aber wie mache ich das denn jetzt konkret? Also die Entscheidung zu treffen, dass das gut ist, ist die eine Sache, aber welche Tools habe ich denn jetzt an der Hand? Wie kann ich die denn dazu bringen, das auch wirklich zu machen? Da gibt es den klassischen demokratischen Mehrheitsentscheid in vielen Teams oder in vielen Gruppen, wo dann halt gefragt wird, und wer ist dafür? Naja, also 51% haben gesagt, wir sind dafür, dann machen wir das jetzt so. Also habe ich da jede Menge Unterstützer und Befürworter und ein paar Ja-Sager und die Mitläufer. Aber was ist denn mit den restlichen 49%? Was steckt denn da für Potenzial, für negatives Potenzial drin? Das sind unter Umständen die Leute, und das kann auch ein Einzelner sein, der am Ende als Saboteur dieser ganzen Entscheidung auftritt und letztendlich dafür sorgt, dass eine Idee, die wir beschlossen haben, letztendlich nie umgesetzt wird. Also demokratischer Mehrheitsentscheid funktioniert vielleicht nicht unter allen Umständen so richtig gut. Was ich euch heute in dieser Session mitgebracht habe, sind ein paar Patterns aus dem Sociocracy 3.0 Ansatz. Sociocracy 3.0, wer weiß überhaupt nicht, was das sein soll? Okay, ich muss hier mal kurz so machen, besser. Gut. Also, Sociocracy 3.0 ist ein, wie ganz viele Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, nichts Neues, sondern die konsequente Zusammenfassung ganz vieler Dinge, die wir aus gesundem Menschenverstand heraus machen oder Praktiken, die sich einfach als Good Practices durchgesetzt haben, die für viele Teams gut funktionieren. Und Sociocracy besteht aus 7 Prinzipien und aktuell 74 Patterns. Auf diese hier oben, Mitgestaltung und Evolution, da möchte ich heute ein bisschen genauer eingehen und euch 2, 3 Sachen zeigen, wie ihr da mit Teams arbeiten könnt, um Dinge rauszufinden, Sachen zu beschließen und eine Konsententscheidung zu bekommen. Wie viel Zeit habe ich noch? 23 Minuten. Okay. Die 7 Prinzipien, die könnt ihr dann irgendwann mal selbst nachlesen. Oder wir machen sie ganz zum Schluss. Möglicher Ablauf der Pattern. Macht jetzt auch keinen Sinn. Wir fangen einfach vorne an. Navigate via tension auf Englisch oder nach Spannung navigieren. Das heißt, ihr nehmt irgendeine, jetzt hier wieder an dem Beispiel meines Kunden, wir nehmen irgendeine Spannung wahr in der Organisation, in unserem Umfeld. Und fragen uns, ist das was, mit dem ich mich beschäftigen muss? Spannt das so sehr, dass ich will, dass das weggeht? Und wenn ich das so wahrnehme, dann kann ich einen sogenannten Treiber beschreiben. Also ein Driver-Statement. Und das ist letztlich das, was ich vorhin schon am Beispiel gezeigt habe. Ein Driver besteht aus diesen 4 Teilen, nämlich was ist die aktuelle Situation, was kann ich wahrnehmen, was ist der Effekt dieser Situation auf die Organisation, was braucht die Organisation im Gegensatz dazu und was wäre der Impact, die Auswirkungen, wenn wir das, was die Organisation wirklich braucht, auch befriedigen können, wenn sie das bekommt. So, und ich habe euch ganz viele Zettel dahin gelegt, wo ihr gleich mal selber ausprobieren könnt, was das sein könnte für euch. Hier noch ein paar Beispiele, echte Beispiele aus den Teams.
Ganz schön finde ich hier Top-Down-Entscheidungen aus dem Nix. Das ist zwar kein wirkliches Driver-Statement nach diesem Format, aber zeigt genau, auf was die Leute da abgezielt haben. Genau, also kurze interaktive Geschichte. Nehmt doch mal diesen Zettel, wo Aufgabe 1 draufsteht. Und am besten noch einen Stift. Und aus den 5 Minuten machen wir 2. Und ihr könnt einfach mal ganz kurz für euch überlegen, was ist denn aktuell in eurem Umfeld so ein Treiber, so eine Spannung, die ihr wahrnehmt, wo ihr sagt, da steckt irgendein Treiber dahinter. Und ihr könnt vielleicht in ein paar Stichworten jetzt schon mal aufschreiben, um was es da geht. Gut, noch 10 Sekunden. Und das, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, muss gut genug sein, um weiterzumachen. So, also, das haben wir dann tatsächlich in dieser betroffenen Organisation bei meinem Kunden gemacht, und zwar mit allen Teams. Das hat nicht nur die Führungskraft gemacht, der diese Spannung wahrgenommen hat, sondern wir sind in alle Teams reingegangen und haben gesagt, okay Leute, passt auf, hier gibt es schon Wahrnehmungen, dass Leute unzufrieden sind, dass hier nicht alles so rund läuft, wie es könnte. Und wir haben mit den Teams gearbeitet, dass die ihre eigenen Driver aufgeschrieben haben. Ganz individuell, jedes Teammitglied für sich. Und was da rausgekommen ist, und das ist nur ein Teil von 2 Wänden, Treiber-Cluster genannt, mit verschiedensten thematischen Blöcken und ganz, ganz, ganz viel Input aus den Teams heraus im Regelfall in diesem Treiber-Format. Und das war die Grundlage, die Leute einzubinden, also die Betroffenen tatsächlich auch entscheiden zu lassen. Und wir haben uns all diese Treiber in einer großen Fishbowl-Session angeguckt. Fishbowl ist ein bekanntes Format. Also vorne im Stuhlkreis sitzen 4, 5 Leute. Ein Stuhl ist immer frei und aus den drumherum Beteiligten kann jederzeit jemand in diesen Stuhl reingehen und dafür geht jemand anderes raus. Also alle sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir haben uns alle Treiber angeguckt, die der Führungskraft und alle Teamtreiber erörtert, um einfach zu verstehen, was sind denn jetzt diese Spannungen und die daraus entstandenen Treiber in der gesamten Organisation. Also das war eine sehr, sehr hohe Transparenz für alle Beteiligten, war auch gerade für die Führungskräfte nicht unbedingt immer angenehm, auch für die Mitarbeiter nicht unbedingt, weil die sich trauen müssen, tatsächlich auch zu sagen, was sie da jetzt empfinden und was da eigentlich passiert.
War aber tatsächlich eine große Offenheit. Und im nächsten Schritt haben wir aus diesen Treibern die wichtigsten identifiziert, mit einem ganz klassischen Dot-Voting einfach geguckt, was sind denn hier wirklich die Kernpunkte, wo die ganze Mannschaft sagt, da müssen wir wirklich dran. Und aus den wichtigsten fünf dringlichsten oder wichtigsten Treibern sind wir dann ins Proposal-Forming gegangen. Das ist auch ein Pattern aus dem S3. Und da habt ihr, glaube ich, in Aufgabe 2 zumindest mal genau diese Folie auch drin. Und das wäre jetzt die nächste Aufgabe für euch, wenn ihr euch mal zu, weiß ich nicht, viert oder fünft zusammentut, wenn es irgendwie gerade sinnvoll geht, ansonsten zu dritt, schaut einfach mal. Sucht mal einen eurer Treiber aus der Gruppe aus, das, was ihr gerade für euch identifiziert habt. Wählt einen von euch als Facilitator für die Gruppe, der sich dann diesen Prozess hier jetzt mal angucken kann. Wir können einmal ganz kurz durchgehen und versucht dann als Facilitator eure kleine Gruppe durch diesen Proposal-Forming-Prozess einmal durchzuführen, damit ihr da erste Ideen bekommt, wie ein Vorschlag für diesen Treiber aussehen könnte. So, also ganz am Anfang, Treiber wird erstmal vorgestellt und dann hat die Gruppe die Möglichkeit, Fragen zum Treiber zu stellen. Also was braucht es dann noch an weiteren Informationen, was fehlt noch, ist es genügend geklärt, um da überhaupt was draus zu machen. Den dritten Schritt, die Überlegungen als Fragen aufnehmen, das ist natürlich jetzt ein längerer Prozess. In wenigen Minuten kriegen wir das jetzt so detailreich nicht hin in der Tiefe. Aber letztendlich unterscheiden wir, was muss noch geklärt werden an inhaltlichen Fragen und an generativen Fragen. Also inhaltliche Fragen sind reine Informationssachen, so nach dem Motto, wie viel Budget haben wir denn im nächsten halben Jahr verfügbar? Generative Fragen sind solche Sachen, wie es auch hier steht, wie machen das andere Teams oder was ist überhaupt eine Zielsetzung oder einfach Informationen, die wir nicht einfach in Zahlen und Fakten jetzt bereit haben. Falls möglich, werden diese Fragen sofort beantwortet von demjenigen, von dem der Treiber auch kommt, der sie vielleicht weiß. Und Schritt 5 überspringen wir. 6 wäre dann einfach Ideen zu sammeln in eurer kleinen Gruppe wieder, dass jeder für sich mal 2, 3 Sachen jetzt aufschreibt, was wären denn mögliche Dinge, mögliche Vorschläge, um mit diesem Treiber jetzt umzugehen, was könnten wir tun. Und am Ende habt ihr sozusagen diesen Treiber mit einer Liste von Ideen, die dann aus der Gruppe rausgekommen sind. 7 und 8 verkürzen wir sozusagen jetzt auch. Ist es soweit verstanden? Ja. Gut, also dann bildet mal in aller Schnelle eure Gruppe. Okay, ihr habt jetzt hoffentlich eine Gruppe. Ihr wählt einen Facilitator aus dieser Gruppe. Ganz, ganz schnelle Abstimmung. Mit Schnick, Schnack, Schnuck am besten, ja. Gut, ich gebe euch 5 Minuten. Bitte? Ich trinke aus der Flasche. Ja. Dann haben wir noch 5. Dann haben wir noch 5? Ja, 7. Naja. Dann haben wir 10. Ein bisschen über 10 können wir. Ja, weil die anderen Räume auch später. Wenn du so komische Bücher verlost hast. Ja, ich hab das Closing ja angekündigt auf meiner 2. Folie, weil da ist ja das Buch drauf. Und da habe ich gesagt, Closing heute ganz wichtig. unser
Das habt ihr da aber auch drin, ne? Unser agiles Spielebuch. Achso, du meinst das nächste Buch? Nee, ich glaube nicht. Doch, ich bin tatsächlich, gestern saßen wir schon mit Dennis zusammen beim Abendessen und haben überlegt, was braucht es jetzt eigentlich so als nächstes oder was fehlt einfach noch? Und es ist so ein bisschen so der gesamtheitliche Ansatz aller Fragestellungen, die du bei Einführung von agil oder nennen wir es einfach moderne Arbeit. Okay, ich gebe euch mal noch eine Minute. Kommt mal langsam zum Ende mit euren letzten Gedanken dazu. Okay, dann kommt bitte zum Ende. Gut, Dankeschön. Ihr seid mit Sicherheit nicht final fertig geworden, aber es war ein erster Schritt. Was jetzt als nächstes kommt, sind die
sind die Einwände. Was ich ja am Anfang gesagt habe, demokratischer Mehrheitsentscheid funktioniert nicht, weil irgendjemand ist vermutlich immer dagegen. Das heißt, das wollen wir ja rausfinden, was die, haben wir hier unten, die berechtigten Einwände der Leute sind, die sagen, nee, irgendwie kann ich mit diesem Vorschlag nicht mitgehen, das ist ja nichts Gescheites, da fehlt noch dieses und jenes. Das heißt, was sich da gut bewährt hat, und da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Varianten, das zu tun. Das kann sehr verwirrend sein, je nachdem, mit was man normalerweise arbeitet oder schon Erfahrungen gemacht habt. Also dieses Proposal, was ihr jetzt da ausgearbeitet habt, wir gehen mal davon aus, das wäre es jetzt, das würde sozusagen der ganzen restlichen Gruppe vorgestellt werden. Mit der Fragestellung, ist das ein Vorschlag, den wir so akzeptieren und annehmen wollen. Und dann gibt es die drei Handzeichen da oben. Jo, bin ich voll dafür, das passt, genau meine Meinung, da mache ich auch aktiv mit. Dann gibt es diesen hier in der Mitte, wo ich sage, ja, ich habe so ein paar kleine Bedenken, aber das ist jetzt nichts Wildes, also ich kann das schon mittragen. Und dann gibt es dieses Zeichen, was heißt, ich habe hier sozusagen ein Angebot, ein Geschenk in die Gruppe zu geben, weil ich weiß irgendwas als großer Skeptiker oder wer auch immer, als Bedenkenträger. Ich habe hier ein Bedenken, was ich euch geben will, damit wir das nochmal erörtern und rausfinden, inwieweit kriegen wir meinen berechtigten Einwand in dieses Proposal noch rein. So, das heißt hier auf der rechten Seite Einwände zu integrieren, machen wir dann genau so. Wir fragen letztendlich ab, wie groß ist die Zustimmung und gibt es noch Einwände? Wenn es bei diesen Handzeichen gar keinen Einwand gibt und mehr wirklich aktiv dafür arbeiten wollen, dann ist dieser Vorschlag angenommen. Wenn es auch nur einen einzigen berechtigten Einwand gibt, dann wissen wir, da ist jemand dagegen und wird im schlimmsten Fall zum Saboteur und arbeitet dann auch gegen diesen Vorschlag. Das heißt, bei einem einzigen Einwand reicht es schon, dass wir uns darum kümmern sollten, den zu integrieren. Das heißt, hier geht es dann darum, den Vorschlag entsprechend anzupassen, zu gucken, wie kriegt man diesen Einwand rein, ist der tatsächlich relevant, was können wir denn tun, um das zur Zufriedenheit von allen Beteiligten so einbauen zu können, stimmen dann erneut ab und irgendwann kommen wir zu einem Vorschlag, der dann tatsächlich auch funktioniert und ganz zum Schluss können wir sagen, yeah, Champagner. So, haben wir noch die Zeit, das jetzt zu tun? Habt ihr den Bedarf, das jetzt zu üben? Sehr gut. Also, so funktioniert es. Konkretes Praxisbeispiel nochmal zusammengefasst bei dem Kunden T. Punkt, wer auch immer das ist. Und der Bereichsleiter F nimmt die schlechte Stimmung wahr. Ja. Zu den Einwänden. Genau, Frage zu den Einwänden. Was ist ein berechtigter Einwand? Wir tun uns damit nämlich immer ganz schwer. Wir versuchen das schon so, das funktioniert nicht oft. Was ist ein berechtigter Einwand? Das ist ja eine sehr individuelle Frage. Wenn es mich jetzt stört, dass unsere Kaffeemaschine zu laut ist, dann mag das für mich ein berechtigter Einwand sein, ist es aber tatsächlich für die Organisation oder für die Teamentscheidung ein berechtigter Einwand. Geht es so in die Richtung, also über tatsächlich die Einwandsrelevanz sich Gedanken zu machen oder auf was zieht deine Frage ab? Ja, schwierig, weil tatsächlich ja. Kennst auch, dass man noch persönlicher wird bei dieser Frage im Sinne von, du hast jetzt gerade einen Einwand geäußert, bist du dir bewusst, dass du damit den weiteren Prozess, dass wir hier was probieren, blockierst? Das ist aber sehr, sehr, das kann sehr demotivierend sein. Und wenn du so eine Frage stellst, quasi als Rückfrage, können
deine Leute lernen, dass es besser ist, keinen Einwand zu machen. Ne, weil, ja. Ja, also tatsächlich muss da auch wieder die Gruppe entscheiden. Ne, wie relevant ist denn dieses Einwandsthema? Und es fühlt sich für mich oftmals auch so an, dass das einzelne Leute sind, die grundsätzlich eigentlich immer irgendeinen Einwand haben. Ist es bei euch so der Fall oder? Also wir haben versucht, das mit Kriterien zu hinterlegen, zum Beispiel zu sagen, wenn du einen Einwand hast, das darf es kein Bauchgefühl sein, sondern du musst das mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Nur Bauchgefühl reicht nicht. Ja. War ein Versuch. Ja. Das andere, was wie gut hat es funktioniert? Auch schwierig, weil es oft keine Zahlen, Daten, Fakten gibt. Und das, was du gesagt hast, ist auch ganz wichtig. Spricht etwas dagegen, diesen Vorschlag jetzt auszuprobieren? Genau. Ja. Zerstört es irgendwas? Und wenn und du hast aber jetzt auch keine bessere Lösung, dann lass uns doch jetzt diesen Weg mal gehen und schauen, ob es funktioniert. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Entscheidungen bei Teamretrospektiven. Da fragen sich die Leute auch oftmals, hä, und das soll es jetzt sein? Ist es das jetzt wirklich? Müssen wir da nicht nochmal 3 Tage länger genau im Detail überlegen, wie die Idee jetzt aussieht, um dann einfach die Frage zu stellen, seid ihr bereit, dieses Experiment mal für 2 Wochen mitzugehen und dann zu gucken, wie gut es funktioniert. Und dann können wir immer noch schauen, gibt es danach einen tatsächlich empirisch belegten, berechtigten Einwand, den wir dann in dieses Proposal wieder einbauen können. Okay? Genau, so, konkretes Beispiel bei meinem Kunden, also die Wahrnehmung der schlechten Stimmung, das war sozusagen Navigate via Tension, also überhaupt mal zu sehen, irgendwas ist da. Dann hat er seinen eigenen Treiber formuliert, wir haben den Teams dabei geholfen, ihre Driver-Statements zu formulieren, haben dann zu einem riesen Fishbowl oder zu mehreren großen Fishbowl-Sessions eingeladen, die im Abstand von 1 bis 3 Wochen stattgefunden haben, über einen längeren Zeitraum. Pattern dazu, those affected decide, also die Leute, die wirklich betroffen sind, die einzubinden. Und es war in dem Fall die komplette Mannschaft, ungefähr 50 Leute. Haben dann in diesen Fishbowls die Treiber vorgestellt und sind ins Proposal Forming gegangen. Ihr habt es vielleicht gelesen auf der Folie, wo das Proposal Forming beschrieben ist. Normalerweise macht das nicht die gesamte Gruppe, sondern es werden Delegates ausgesucht, denen man vertrauensvoll die Aufgabe gibt. Nehmt doch mal bitte das, was wir jetzt als Proposal-Informationen haben und geht da mal in die konkrete Ausarbeitung und kommt nach ein paar Tagen wieder, damit wir das in der großen Gruppe dann machen können. Und das waren auch die Zeitpunkte, wo wir dann wieder uns in den großen Fishbowl-Runden getroffen haben, um die Proposals vorzustellen, um dann in die Consent- und Einwandsbehandlung reinzugehen. Das heißt, am Ende hatten wir eine Reihe von Vorschlägen, über die abgestimmt wurde, und haben ein entsprechendes Actionboard an die Wand gehängt im Büro, um das einfach maximal sichtbar zu machen, was die Leute selbst jetzt ausgesucht und bestimmt hatten, welche Vorschläge oder Maßnahmen jetzt in die Aktion gehen, und haben das dann auch in den Fishbowls immer wieder reflektiert. Genau. Quellen zu dem ganzen Ding, die Sociocracy-Seite da oben, gibt es auch alles auf Deutsch. Und der Rest sind die ganzen Bilder. Ein Foto. Fertig.